Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch alle Karten, die ich bis jetzt aus den Openings gezogen habe. Das wird auch erstmal das letzte Video sein zu den Lego Star Wars Karten. Mal gucken, was ich im nächsten Video mache. Vielleicht habt ihr eine Idee, könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber dann fangen wir mal an. Das lege ich mal beiseite, das Poster. Also, mir gefallen die Karten echt gut. Ich habe auch fast alle mittlerweile. Vor allem immer schön, dass die immer zusammengeblieben sind. Hier sind auch nochmal zwei. Also, schon cool. Na komm. Ich glaube, davon gibt es insgesamt 5 Stück. 5 solcher Doppelkarten oder 4. Werden wir ja gleich sehen. Wir haben jetzt 5. Dürfte eigentlich keine mehr kommen. Aber ich finde das echt schön, dass ich bis auf irgendwie 6 Stück oder so alle zusammen habe. Und natürlich fehlen noch die Karten aus den Lego Star Wars Heften, die jetzt immer noch rauskommen. Das wird ein bisschen länger dauern, bis man die alle zusammen hat. Aber ich denke mal, wenn ich alle Karten zusammen habe aus den Heften, werde ich nochmal ein Video machen mit allen zusammen. Aber sonst, denke mal, war es das mit denen, wie gesagt, schon. Am Ende werde ich auch nochmal zeigen, welche noch rauskommen. Hier haben wir die ganzen Teamkarten, finde ich ganz cool. Dann geht es hier mit dem Bösen quasi los. Auch ganz nett. Vor allem ist es, finde ich, immer cool, dass die dann immer so stärker werden von Platz. Und ich glaube, die sind sogar mit den ersten beiden Serien kompatibel. Von der Mechanik her, also von daher ganz cool. Ich will mal gucken, ob ich dann auf Karten aus der ersten kriegen werde oder aus der zweiten. Und dann mal gucken, welche da drin sind. Hier ist das mit den Puzzlekarten. Dummerweise muss man die gegenüber machen. Das heißt, man sieht das Logo nicht oder das Puzzleteil nicht. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie einen Platz mehr reinmachen würden. Aber ist halt so. Man könnte aber auch solche 9er Seiten kaufen, aber ja, wenn es schon so ein Alben gibt, warum soll ich dann mir selber so einen Ordner bauen? Quasi. Deswegen, schade, aber naja. Von denen habe ich sogar alle. Puzzleteile hatte ich auch alle. Finde ich ganz cool. Dann haben wir hier die ganzen Sets. Fehlt mir eins. Dann kommen wir zu den Fahrzeugen. Auch ganz cool. Da fehlt mir auch noch eine von den Fahrzeugen her. Dann haben wir hier die Comic-Karten. Da habe ich alle. Hier sind meine Goldkarten, die ich bis jetzt alle habe. Eine fehlt. Das ist Darth Maul. Das weiß ich schon. Nicht Darth Maul. Kylo Ren, Entschuldigung. Sonst habe ich alles, finde ich ganz cool. Auch die glitzern schön. Dann haben wir hier die ganzen Limited-Karten. Und da ist ein Boba Fett aus der Computer-Build. Die habe ich leider nicht. Da muss ich mal irgendwie auf Kleinanzeigen gucken. Und auf die letzte Seite kommen dann halt. So, Freunde, da bin ich wieder.
Kleine technische Störung. Akku war fast leer. So, wo waren wir stehen geblieben? Das ist meine Liste von den ganzen Limitkarten. Und da steht dann auch drin, wo drin sie zu finden sind und wann sie rauskommen sollen. Da weiß ich auch, dass sie mit Boba in der Computer Build, oder er hatte glaube ich gesagt, von dem Datum. So. Und wir sind jetzt hier. Zeige ich auch gleich nochmal im Ordner. Und die ganzen kommen noch raus. Und welches ist das letzte Datum? Hier unten haben wir das letzte Datum mit Echo. Das wäre Ende des Jahres. Und da steht noch gar nicht, wann das genau rauskommt. Also, das wird wie gesagt erstmal für lange Zeit das letzte Video sein mit den Karten. Wenn ich alle habe, ich denke mal, es wird Ende nächsten Jahres vielleicht sein. Könnte sogar hinkommen. Ja, ungefähr. Je nachdem, ob irgendwie doppelt in anderen Heften nochmal was rauskommt. Wie jetzt. Nur bei Lego, Star Wars oder auch bei Avengers oder so. Mal gucken. Da haben wir hier dann Demando, Kylo, Obi. Das sind die Karten aus den Doppelpacks. Dann haben wir hier noch die eine Karte aus dem, oder die letzten beiden Karten aus den Lego-Heften. Da war das mit dem Tasken zusammen. Das hatte ich ja zu Ostern geholt. Ne, nicht zu Ostern, zum 1.6. Hier zum Star Wars. 1.6. 1.5. Zur Star Wars Woche. Das habe ich da mitgebracht. Wir haben hier auch im Ordner eine ganze Tabelle, welche Karten drin sind. Die habe ich nicht abgehakt. Und hier hinten haben wir dann halt die große Karte nochmal drin. Die habe ich hinten reingesteckt, weil passt sonst nirgendwo rein. Ja, dann soll es das auch für heute erstmal gewesen sein. Heute mal ein kürzeres Video als sonst. Aber gibt ja auch nicht viel zu zeigen. Die Karten hatten wir alle schon mal gesehen. Ich werde mal in die Kommentare reinschreiben, in die Videobeschreibung reinschreiben, welche Karten mir noch fehlen. Und ja, vielleicht habt ihr ja welche davon, könnt ihr euch ja melden sonst. Kann man vielleicht tauschen, ich habe ja einige doppelte. Und dann sehen wir uns, hören wir uns im nächsten Video. Tschö, tschö, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.